Servus, liebe Kleeblatt-Fans. Strahlender Sonnenschein hier bei uns am Trainingsgelände. Liegt vielleicht auch daran, dass er wieder da ist. Rückkehrer Stefan Schröck, seine erste Trainingseinheit heute am Donnerstagmorgen mit seiner neuen Mannschaft. Und wir haben natürlich mal reingehört, wie er sich gleich wieder eingelebt hat bei uns bei der Spielvereinigung. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren auf nicht so sehr gefreut wie aufs Heimkommen. Ich habe ein richtiges Kribbeln im Bauch gehabt in die letzten 2 Tage, dass, wie wir uns einig waren, dass es hier bald losgeht für mich. Und ich freue mich natürlich riesig, dass ich wieder da bin. Es ist wirklich ein Traum, was hier entstanden ist die letzten 2 Jahre. Kann der Verein, die Stadt unheimlich stolz darauf sein, auf so ein tolles Gelände und auf so gute Möglichkeiten, professionelle Möglichkeiten. Das ist da vor 2 Jahren sicherlich noch ein bisschen anders, aber ich freue mich darauf, hier das ganze Gelände mal richtig kennenzulernen. Wir haben eine junge, hungrige Truppe, heute im ersten Training und auch die letzten Monate, wie ich es immer wieder verfolgt habe. Es ist eine sehr homogene Mannschaft, macht sehr viel Spaß schon am ersten Tag für mich und ich hoffe natürlich, dass wir einen maximalen Erfolg rausholen können. Ja, Schröcki fühlt sich also gleich wieder richtig wohl. Schön, dass er wieder zurück bei der Spielvereinigung Greuther Fürth ist. Das war es heute kurz und knapp in diesem Kleeblatt-Tag. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag und sehen uns dann spätestens am Samstag hoffentlich wieder, wenn unser nächstes Testspiel ansteht. Dann gegen den Drittligisten Erfurt. Wir spielen auf dem Gelände der SG Quelle Fürth und Anstoß ist um 17 Uhr. Also bis Samstag.